anlässlich der 27. Der 27. Austrian Bowl erstmals im Ernst-Happel-Stadion. Also das Spiel ist zu Ende. Das war, glaube ich, ein unglaublich spannendes Spiel. Hätte sich fast nicht erwartet, dass es so enden wird. Und ich fange gleich mal an mit dem Head Coach der Siegermannschaft, in diesem Fall, Juan Fata. Gratulation auch von meiner Seite nochmal. Wie gesagt, ein unglaublich spannendes Spiel. Was waren deiner Meinung nach die Schlüsselszenen im Spiel? Darfst du ein Mikro nehmen, bitte? Erstmal möchte ich den Vikings und Chris auch gratulieren zu einer höheren Saison. Ich habe es vorher gesagt in einem Interview, in den letzten 6-7 Jahren das stärkste Team, in dem ich spielen musste und coachen musste. Und von daher Hut ab von meiner Seite. Ich weiß die Problematik mit den Verletzten und der trotzdem jedes Wochenende ein gutes Produkt aufs Feld gesetzt. Und das ist aller Ehre wert. Also das war ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns alle durch die Wetterbedingungen. In der Abwehr die Dinge relativ gehalten. Wir wollten einen simplen Gameplan haben, und weil wir wussten, dass wir nicht genug Zeit haben und haben uns auf unsere Basics verlassen und haben dann heute im Endeffekt funktioniert. Wir haben einfach drüber gesessen und haben probiert, den Belegen strömenden Regen so wenig Fehler wie möglich zu machen. Und wir haben mit dem Angriff relativ fehlerfrei gespielt. Wenig Turnover, hatten ein paar, aber wenig Turnover kreiert und haben uns eigentlich nicht selbst in die Bedrohung gebracht. Und durch das Wetter und alle anderen Umstände war eigentlich auch ein bisschen Spielfluss möglich für uns, weil sonst ist der Griff der Defense der Vikings eben immens durch den Druck, den sie kreieren können, oder durch den Boden und so, war ein bisschen mehr Luft für uns. Das haben wir gemerkt. Wie schwierig war es, dieses erste historische Double für die Sparko Raiders zu schaffen und welchen Stellenwert hat der Sieg für dich persönlich? Ach, meine Person ist dabei nicht so wichtig. Ich denke mal, es war in meinem Antrittsinterview habe ich gesagt, dass wir es probieren. Ich habe gesagt, mir ist nahegebracht, dass der Tirol dann auf das Double wartet. Und da habe ich gedacht, wir wollen es probieren. Das ist alles, was wir probiert haben. Wir haben uns bemüht, hatten sehr viel Glück und mit ein bisschen Können und einer super Chemie innerhalb der Mannschaft, die sich sehr schnell gefunden hat, haben wir dann einfach auch auf die wichtigen Spiele dann gewinnen können, durch Field Goals etc. Und das ist nicht planbar, das sind einfach Dinge, die passieren, wenn man sich versteht und wenn man auch ein bisschen Glück hat und dann der Fluss irgendwann da ist und man aus einem Guss spielt. Und das haben wir, glaube ich, gemacht im Großteil der Saison. Bis einmal, als wir in Wien waren, auf der Hohen Warte, da wurde uns damals gezeigt, was auch der Himmel Grenzen hat. Und wir haben die Lehren draus gezogen und da haben wir danach nicht mehr verloren. Ganz kurz, vielleicht stimmst du mir zu. Was heute den Unterschied gemacht hat. Ich glaube, einerseits natürlich die starke Defense, die Vikings doch immer wieder, wenn sie gefährlich nahe angekommen sind, gestoppt haben. Das war schon unheimlich schwierig zu scoren für die Vikings. Dann natürlich die Kickoffs, die Special Teams insgesamt, großer Unterschied. Immer wieder gute Returns von Caleb Wise und eben der dritte entscheidende Faktor, Caleb Wise selbst, den die Vikings heute einfach nicht unter Kontrolle bekommen haben. Ja, sicherlich haben wir, wer das Spiel beobachtet hat, hat gesehen, dass im Angriff wir natürlich probiert haben, den Joshua rauszunehmen als Running Back. Die Vikings haben mit die beste O-Line, die es gibt und haben natürlich trotz der Verletzten und Roman McLeod, der auch Guard spielen muss, immer noch sehr erfahrene Leute da drin. Und wir wollten das verhindern, dass das Run-Game etabliert wird und Chauncey Calhoun wollten wir rausnehmen, der für mich einer der auffälligsten Spieler in Europa ist. Und das haben wir geschafft und dann ist der Ball eben, dann hat Herr Stanzel eben super Plays gemacht, die 87. Das war natürlich wieder der X-Faktor, den wir nicht einkalkuliert hatten. Das spricht wieder für die Vikings, dass sie dann doch trotzdem jemanden finden, der einen Plays macht. Und dann haben wir eben auch ein paar Plays in der Offense machen können, die wir sonst, wo wir uns sehr schwer getan haben in der Vergangenheit gegen die Vikings. Und das alles zusammen. Wir investieren viel, viel Zeit in die Special Teams. Und für uns, wenn man die Statistiken sieht innerhalb der Liga, dann ist das auch nichts Neues. Wir spielen sehr solide in den Special Teams, nicht besonders flashy und exotisch, aber wir spielen fundamental sound und das am Ende des Tages kommen dann gute Dinge zustande, wie gute Kickoff-Coverage, gutes Kick-Return-Spiel. Und dass Talib Wise einer der besten Imports ist seit 3 Jahren in Europa, das weiß ja. Also wenn man es in Österreich nicht wusste, dann weiß man es jetzt. Danke, Schuhe. Chris, is it okay to talk, if we speak German? We can try it. Okay, Chris. Tja, es war ziemlich knapp am Ende. Ich glaube, hast du dir am Anfang der Saison vorgestellt, dass ihr am Ende so nahe an diesem 11. möglichen Rekordstaatsmeistertitel dran seid? Oder hat es irgendwann einen Saisonmoment gegeben, wo du daran gezweifelt hast? Oder war es für dich immer klar, dass es die Vikings zumindest bis ins Finale schaffen?
Jede Saison ist ein Anfang. Und, wir haben angefangen in Oktober und wir haben gesagt, wir stellen das beste Vikings-Team möglich am Feld in 2011. Und, ja, durch die Saison, die Team hat gewachsen zusammen, durch Verletzungen, durch eine sehr schwere Saison mit Nationalteam. Und wir stehen in die Ausdruck. Wir haben knapp verloren, wir sind eine sehr gute Gegner in Europa, Halbfinale. In meiner Meinung, die zwei besten Teams in Europa. Wir haben nicht unsere Ziele erreicht für diese Saison. Wir sind alle sehr enttäuscht, das ist keine Frage. Aber so ist Sport. Warum spielen wir, wenn wir nicht wollen zu gewinnen? Es ist eine Enttäuschung, aber ich bin sehr stolz auf unsere Spieler, auf unser Team. Wir haben ein sehr gutes Team, Kenny, die ganze Saison. Ja, das ist bitter natürlich, aber wir haben, die Raiders haben das verdient. Sie haben super Spieler, sie haben uns auch gespielt heute. Es war sehr knapp, statistisch, ich habe kurz geschaut. Chris Groß hat super gespielt in diesem Spiel. Wir haben die Turnovers gemacht, aber wir haben ein paar Fehler gemacht in Special Teams und einen Spieler wie Kevin Weiss, einen Kick Return für hat 30 oder so Kick Return Yards und auch 130 Rushing Yards. Das ist zu viel in so einem knappen Spiel. Also, wenn man sich die Statistik anschaut, Chris, war es ja ein unglaublich ausgeglichenes Spiel. Ihr habt das erste Saisonduell knapp gewonnen mit 4 Punkten Unterschied 28-24 gegen die Raiders heuer. Ihr habt das zweite im EFL-Halbfinale um 3 Punkte in der letzten Sekunde verloren, 10-13. Jetzt doch zumindest wieder ein größerer Abstand zu den Raiders. Also war es eher das wirklich statistisch knappe Spiel, wie es die Statistik sagt, oder ist der Unterschied größer geworden zu den Raiders? Sind die im Laufe der Saison immer besser geworden? Ja, es ist schwer zu sagen. Jedes Spiel ist anders. Ich habe gesehen, ein sehr knappes Spiel. Es war 7 Punkte bis zum Ende und sie haben einen Diogo gekickt. Ja, heute ist es war eine bessere Mannschaft. Das ist großer Respekt zu den Raiders. Nächstes Jahr, wir schauen, wir sind auch ein junges Team. Wir haben viele junge Spieler. Unser Team, das große ist 22. Das ist ein schlechter Quarterback in der Austrian-Bowl und unser Nationalteam. Ja, so. Wir schauen zum nächsten Jahr. 2011 ist vorbei. Danke, Chris. Thanks, Chris.